Heute stehen wir vor einem Werk der Künstlerin Edith Irving Sommer. Es ist eine Malerei, gemalt mit Acrylfarben. Nun, wer war Edith Irving Sommer? Bei der Recherche haben wir herausgefunden, dass sie 1935 geboren wurde und sie war eine deutsch-schweizerische Künstlerin. Bekannt ist, dass sie aus einem wohlhabenden Haushalt stammte und schon sehr jung anfing zu malen und sich für Kunst zu interessieren. Sie heiratete mit 19 Jahren einen Kunstsammler und Industriellen mit dem Namen Hans-Dieter Rosenkranz. Um 1962 vermutlich zog sie auf die Insel Ibiza und ließ sich nur 2 Jahre später von Rosenkranz scheiden. Auf der Insel lernte sie Clifford Irving kennen, einen amerikanischen Schriftsteller. Das Paar heiratete 1968 und sie hatten 2 Kinder. Nun, 1972 nahm ihr Leben eine abrupte Wende, denn sie wurde wegen Betruges und Fälschung zu 24 Monaten Haft verurteilt. Was war also geschehen? Ihr Ehemann gaukelte zusammen mit seinem Freund Richard Süskind vor, eine Biografie über den Milliardären Howard R. Hughes zu schreiben. Sie unterbreiteten einem Verlag die Lektüre und legten gefälschte Dokumente wie Interviews vor. Und der Verlag gab ihnen einen Vorschuss von 3/4 Millionen Dollar. Und hier kommt dann nun auch Edith ins Spiel. Sie reiste in die Schweiz und nahm eine falsche Identität an. Sie sollte das Geld über Bankchecks in Schweizer Banken einkassieren. Doch der Betrug fiel auf, denn die Vertreter des Milliardären kamen ihnen auf die Schliche und schließlich im Januar 1972 gestanden sie den Betrug. Irving wurde nach 2 Monaten Haft in den USA in die Schweiz ausgeliefert und setzte den Rest ihrer Haftzeit von ungefähr 22 Monaten in Hindelbank ab. Während der Haft malte sie weiter. Man kann sogar sagen, sie malte viel intensiver weiter. Das Malen hatte für sie eine befreiende und auch heilende Wirkung, denn so eine Gefängnisstrafe kann sehr traumatisierend sein, wenn man dann plötzlich von der Freiheit in dieser Isolation ist. Die Freiheit ist so dann auch immer wieder ein auftretendes, wiederkehrendes Motiv in ihrer Kunst. Mitte der 70er Jahre ließ sich Edith scheiden und heiratete einen Amerikaner, mit dem sie dann den Rest ihres Lebens auf Ibiza verbrachte und eine Kunstgalerie betrieb und weiterhin malte. Sie verstarb erst kürzlich, 2020. Edith Irvings Werk reicht von realistischen Figuren, die in traumhaften Umgebungen gehüllt sind, bis hin zu ganz abstrakten Bildern, die vor allem von Farbflächen dominiert sind. Ihr Malstil wird auch immer wieder mit der naiven Malerei in Verbindung gebracht, aber man sieht ganz klar eher einen modernistischen Ansatz. Zum Teil geht es auch ins Konstruktivistische hinein. Und wie gesagt, die Farbelemente dominieren. Somit könnte sie eigentlich als naiv-modernistische Surrealistin oder Symbolikerin interpretiert werden aus heutiger Sicht. Durch die Malerei kreierte Irving einen Raum der Freiheit und Sehnsucht. Ihre Arbeiten können auch stark mit ihrer Psyche in Verbindung gebracht werden, also mit einem psychologischen Ansatz, vor allem auch durch die temperamentvollen Farben und manchmal dann plötzlich wieder sehr nachdenkliche Farben oder Themen. Was ihre Werke auch sehr stark auszeichnet, ist die Leuchtkraft. Das könnte mit Ibiza und ja, dem Mittelmeer und dem Licht dort in Verbindung gebracht werden. Es kann also gesagt werden, sie hat ein offenes und authentisches Gesamtwerk geschaffen, weit weg von der Welt der Fälschungen, in die sie verstrickt war, ihre Empfindungen, Wünsche und Träume zum Ausdruck gebracht. Sie hat sich sozusagen von der schönen Scheinwelt befreit, sich entmaterialisiert, die Kunst sprechen lassen, die Gefühle ausgedrückt dadurch. Das Datum dieses Werkes ist uns leider nicht bekannt, aber ich vermute, dass es während ihrer Haft entstanden ist. Es trägt den Titel Unterbrechungen.
Dominant in der Bildmitte sehen wir eine riesige Blume mit runden roten Blüten und drei Kronenblättern. Die Blüte steht vor einem monochromen blauen Himmel und im unteren Bereich ist eine grüne Grasfläche zu sehen. Da jegliche Vergleiche und Referenzpunkte im Bild fehlen, ist es schwierig einzuschätzen, was die Dimensionen dieser Blume sind. Ist es einfach eine Riesenblume oder ist es die Nahaufnahme einer kleinen Blume umgeben von vielen weiteren Blumen? Ja, es bleibt sozusagen ein ungelöstes Rätsel und ein Wahrnehmungsphänomen. Blaue Himmelstreifen durchbrechen immer wieder die Sicht auf die Blume und unterbrechen die freie Sicht auf diese. Also unser Blick wird sozusagen immer wieder gestört. Also die Farbe legt sich als etwas Materielles vor die Blume. Und das erinnert uns vielleicht an Gefangensein oder an Gefängnisgitter. Und die Blume kann vielleicht als Metapher für das menschliche Leben gesehen werden. Der Himmel im Hintergrund vermittelt dann auch die Möglichkeiten, die unendlich sind, trotz allen Schwierigkeiten, die uns das Leben in den Weg legt. Was siehst also du in dieser Blume und was haben die Farben für dich für eine Bedeutung? Und was bedeutet Freiheit für dich? Kommentiere es doch unten in die Kommentarspalte und schaue auf Art24 vorbei, wo du die Freiheit der Wahl hast.